Hallo meine lieben Freunde, ja jetzt ist es endlich soweit, der Raid, der normale Raid ist online hier von mir, ja, The Taken King, Oryx werden wir hier in diesen beiden Teilen besiegen. Wir haben eine kleine Gruppe zusammengestellt, ich durfte dabei sein, hier seht ihr uns auf dem Weg zum Saturn. Dabei sind Eisen, Birne, der Girlie 7, Ingrim und die verkohlte Wurst. Wir sechs sind auf dem Weg, Oryx so richtig in den Arsch zu treten. Ja, zunächst geht es hier los mit dem Anfang. Wir müssen hier, ich erkläre euch das bisschen, zwei Relikte jeweils gleichzeitig in eine Figur, in eine Statue einsetzen, die dort dann wieder ein weiteres Segment freigibt. Das müssen wir dann links und rechts jeweils mit zwei Dreierteams holen und die Wände, die dort als weiß zu sehen sind, freischießen, damit der Reliktträger dort vorbei kann bzw. da durch kann. Ja, das heißt also zwei schießen auf die Gegner und der andere geht dann mit dem Relikt in die Mitte. Das Ganze, wie gesagt, zwei Dreierteams links und rechts. Und wenn das dann erledigt ist, hier sehen wir auch noch das Relikt. In dem Fall habe ich mir das mal geschnappt. So, jetzt habe ich das auch. Und die beiden anderen verteidigen dann mich, weil während des Relikttragens kann man natürlich nicht schießen. Man müsste es dazu loslassen. Und dann vergeht eine kurze Zeit und ist das wieder weg. Da vorne ist auch schon Birne mit dem anderen Relikt von der anderen Seite und dort müssen wir es jetzt einsetzen. Das Ganze muss sechsmal erledigt werden und wenn das dann passiert ist, hier sehen wir das letzte Mal, alle sechs Statuen müssen befüllt werden mit den zwei Relikten, öffnet sich dann am Ende dieses tolle, ja ich sag dazu Stargate, das Portal. Hier sieht man Girlie noch, da unten links seht ihr übrigens noch ein Engramm, was ihr euch zueignen könnt, beziehungsweise ja, das, was ihr einsammeln müsst. Mir fällt das Wort hier gerade nicht ein, ist auch völlig egal. Also auf jeden Fall noch Collectibles dort einzusammeln an dieser Säule. So, jetzt geht's hier weiter. Wir müssen hier vorne noch die Gegner besiegen und wenn das erledigt ist, können wir durch das Portal durch. Wunderbar. Und da ist auch schon die erste Kiste zu sehen, die wir ja dann öffnen können, beziehungsweise die geht dann auf. Zerfallene Bruchstücke sind dort zu finden, unter anderem auf Wurmsporen. Zerfallene Bruchstücke braucht ihr für besseren Loot, und zwar müsst ihr 20 Stück an der Zahl haben, mindestens, damit ihr bei Oryx, wenn ihr Oryx besiegt habt, besseres Loot von ihm bekommt. Ja, hier ist eine erste Sprungszene, die ja nicht so einfach ist, da muss man ein bisschen Timing haben, das Schlimmere kommt gleich noch, das sind die riesen Glocken, die hier schwingen, schon irgendwie imposant gemacht, finde ich, sieht sehr gut aus. Ja, jetzt sehen wir auch nochmal zurück kurz und einer ist da leider abgestürzt, aber die kommen hinterher, das ist jetzt auch gar keine Frage mehr, weil es geht hier direkt zur nächsten Sprungsequenz, die es wirklich in sich hat und ja, die meines Erachtens hier in diesem Raid die schwerste ist, wenn man sie nicht kennt. Wie gesagt, hier seht ihr ja ein Let's Play, First Play von mir. Die anderen waren so nett und haben mich ja, mehr oder weniger mitgezogen und durchgebracht. Klappte ganz gut. Hier ist das Schiff zu sehen, was schon mal losfährt. Ich bin dann auf das andere Schiff, was dann da spawnt, gesprungen mit Ingrim und dem anderen Spieler, habe ich jetzt nicht gesehen, wer das war. Ist egal. Wanzek ist übrigens, bedanke ich mich an dieser Stelle, verkohlte Wurst war das, genau. Wanzek ist an dieser Stelle zu erwähnen, weil er hat mir das ermöglicht hier, er hat für mich gesprochen und hat gesagt, hey, nimmt den doch mal mit. Ja, der arme Kerl hat den Raid noch nicht gespielt. Zieh den mal mit durch. Coole Sache. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Wanzek. Ja, diese Sprunganlage ist nicht einfach. Wie gesagt, die muss man schon ein bisschen üben, dass man die vollkommen drauf hat. Denn die
Raumschiffe spawnen wirklich an Stellen, die man sich vorher absolut gut merken muss, denn sie verschwinden auch wieder. Das heißt, man kann nicht bis zum Schluss drauf bleiben. Man muss springen. Hier, wo auf die nächste Plattform man sich begibt, ist ein Ruhepunkt, den man nutzen sollte, denn die nächste Sprunganlage wird das Schwerste, was hier dieser Szene zu meistern gilt. Zunächst muss man erstmal auf diesen auf dieses Raumschiff springen. Und wenn man das erledigt hat, geht das eigentlich schon links unten weiter. Meines Erachtens, ja, das war so genau. Ich bin an dieser Stelle mit ein bisschen Anlauf, wird dann das nächste gut zu meistern sein. Und jetzt, meine lieben Freunde, kann man sich aussuchen. Entweder duckt ihr euch, um nicht von dem nächsten Schiff dort mitgenommen zu werden, so wie ich das jetzt hier mache, oder ihr stellt euch ganz hinten links auf das Schiff und wartet, bis es vorbei ist und nimmt dann Anlauf, um jetzt auf das nächste, was da jetzt kommt, raufzuspringen. Also, wie gesagt, mit viel Glück und Anlauf. Ja, ich musste da auch mehrmals das versuchen, bis ich da auf dieses Schiff raufkam, denn das ist wirklich das Schwerste. Das andere lässt sich einfach machen, wieder mit richtig gut Timing. Da wurde mir wieder gezeigt, wie das oder wo das Schiff spawnt. Und das andere wird auch gleich kommen. Da muss man auch wieder rum drauf springen. Das geht auch easy. Ich bin ja hier mit dem Titan unterwegs. Und das dürfte nicht das Schwerste sein. Mit dem Jäger fand ich das übrigens am schwersten. Ja, und jetzt geht es hier auch weiter. Mit dem letzten Schiff, wenn man das verkackt, das wäre ganz doof, weil das ist das Letzte, was man hier erwischen muss. Ich bin auch gerade rechtzeitig noch abgesprungen, denn es hat sich ja auch gerade aufgelöst, wie ihr gesehen habt. Und das wäre nicht so schön. Ja, und dann bleibt mir noch der letzte Sprung hier auf diese Plattform. Und es geht hier weiter um die Ecke rum zum nächsten Abschnitt. Der Ingrim, der hat auf mich gewartet. Vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle. Ich soll mich jetzt da auf die Plattform stellen, das tue ich doch, damit er sich auf die andere stellen kann. Und das braucht man, damit oben die Barriere, die verschwindet. Das sieht man jetzt hier auch. Die Barriere ist verschwunden. Und jetzt kommt noch was mit Trick. Und zwar musste ich da auch wieder schneiden, bin ein paar Mal abgestürzt. Vielen Dank nochmal an euch alle, die ihr da sehr viel Geduld bewiesen habt und auf mich gewartet habt. Und zwar muss man dahin, wo jetzt Ingrim steht, mit einem leichten Anlauf und dem Schwert in der Hand habe ich das direkt jetzt zu ihm geschafft. Man kann vorher auf den Vorsprung springen. Wenn ihr das schafft, ist es auch kein Problem. Jetzt noch ein Schwinger mit dem Schwert nach vorne und da bin ich. Oh, und bin fast abgestürzt. Hab das dann auch geschafft. Jo, der Ingrim geht dann vor und zeigt mir dann den Weg. Denn hier oben findet man noch eine Truhe, wenn man sich hier weiter nach oben begibt. Hier bitte vorsichtig sein, denn es kann sein, dass ihr ein bisschen abrutscht hier. Leicht tricky and glitchy. So, da oben ist der Ingrim und da ist auch der Eingang. Ich bewege mich hier wirklich sehr vorsichtig vorwärts, denn ich möchte ja da nicht dahin fallen, da runterfallen. Gell? Und da ist auch schon der Durchbruch. Und da war auch die Barriere. Wenn wir die nicht freigeschaltet hätten, hätte man da nicht durchkommen können. Und da haben wir dann eine Truhe, wo ich ebenfalls wieder Bruchstücke, Wurmsporen, Lichtpartikel und Munitionssynthesen bekommen habe. Dann geht das hier weiter runter. Einfach runterspringen. Mutti geht vor. Wunderbar. Die Plattformen werden besetzt und das Tor geht auf. Es geht hier weiter durch. Da oben haben wir nochmal, genau, jetzt kann ich euch sagen, das ist Fragment, jetzt habe ich es auch wieder im Kopf, Fragmente, wenn das ja die du sammeln solltest, kalzifizierte Fragmente,
das, was der Gölli auch uns, bevor wir durch das Portal gestiegen sind, uns gezeigt hat auf dieser Säule. Ja, hier wird man hochgeschleudert, hier warten wir dann auf alle, die dann da rauskommen und setzen uns vor das Tor. Und hier geht's jetzt erst richtig los. Hier noch ein kalzifiziertes Fragment in der Ecke. Und jetzt muss man sich wieder aufteilen in jeweils zwei Dreiergruppen. Die ersten beiden bleiben in der Mitte. Zwei gehen jeweils links und rechts auf die Plattform. Nachdem mir das erklärt worden ist, alles geht's dann hier auch los. Die beiden bleiben in der Mitte und ich gehe hier mit der verkohlten Wurst in eine Seite. So. Ja, jetzt ist das so, dass ein Zähler in der Mitte runterzählt, ein Countdown. Wenn der unten ist, dann muss man jeweils wechseln. Dann bleibt der, die Aura der Enthüllung hat, der bleibt hier stehen auf der Plattform. Und der mit den Schlüsseln geht im Wechsel in die Mitte zurück. Ich wollte da jetzt auch gerade folgen, aber es wäre sehr fatal gewesen, denn würden, wenn einer stirbt, ziemlich schnell die anderen auch sterben. Dann seid also bitte immer gut vorsichtig, dass ihr diese Reihenfolge einhaltet. Ja, ganz wichtig ist hier, den Ritter zu besiegen, die oben spawnen und auf der anderen Seite auch. Ansonsten sollte das hier kein Problem sein im normalen Raid. So, jetzt habe ich hier die Kraft der Todsängerin. Das ist das Schlüsselsymbol. Jetzt wird gewechselt. Und man muss in die Mitte und die Gegner dort dann mit dem anderen von der anderen Seite bekämpfen. In dem Fall ist das hier der Eisen, der bei mir jetzt hier an der Seite steht. Hier sind meistens links und rechts oben Hexen, die man schnell besiegen sollte. Und wenn der Countdown runtergelaufen ist, dann wieder wechseln. Dann hat der andere für das Schlüsselsymbol und man selber muss wieder zurück zur Plattform. Das Ganze dauert ein wenig. Das geht hin und her und hin und her. Hier habe ich ein bisschen vorgespült. Und jetzt sollte es auch das letzte Mal gewesen sein, wo man das macht. Der Kriegspriester erachtet dich als würdig und eine Truhe macht sich auf. Ja, viele haben da legendäre Gegenstände bekommen. Ich leider nur ein zerfallenes Bruchstück. Das heißt, leider ist auch wichtig, muss man ja auch haben. Von hier aus übrigens die Säule, die Leuchtsäule, die da eben zu sehen war, die zeigt an, wie oft man das machen muss. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 nagelt mich fest. Ich weiß es nicht mehr genau. Und jetzt geht's hier zum Kriegspriester hinein. Der ist auch ein bisschen tricky. Hier wurde mir dann wieder alles erklärt, was ich zu machen habe und mit wem ich hier an dieser Seite stehe. Ich bin hier auf der rechten Seite. Die linke Seite ist ein bisschen anders als die rechte Seite. Da gehe ich nochmal hoch, um euch das nochmal zu zeigen, wie das hier aussieht. So, da oben habt ihr ja gesehen, da ist noch eine Plattform. Insgesamt sind es drei Plattformen in der Mitte und links und rechts. Und ich werde jetzt hier mit dem Eisen zusammen die rechte Seite machen. Der Berne zeigt mir nochmal die Plattform, die wichtig ist. Ja, und jetzt starten wir die ganze Geschichte. Der Kriegspriester kommt in die Mitte. Dazu muss man die Plattform besetzen. Und er wird gerufen. Und wir bewegen uns in beziehungsweise auf die rechte Seite, um die Gegner auszuschalten. Auf den Kriegspriester selber jetzt zu schießen, bringt überhaupt nichts. Absolut immun. Ja, gute Kumpel. Wie man gerade gesehen hat, ihr braucht lediglich die Feinde, die hier jetzt auf der rechten Seite sind, auszuschalten.
um dort zum Abschluss zu kommen, ist ein gelber Ritter dann zu erledigen, der gleich auch gleich kommt. Beides auf der linken und auf der rechten Seite ähnlich. Oh, hier habe ich nebenbei nochmal die Jagd auf die Erhabenen, einen kleinen Beutezug erledigt. So, und hier ist auch schon der verehrte Ritter, der relativ schnell zu erledigen geht mit zwei Leuten. Und wenn der links auch erledigt ist, muss man dann die Plattform wieder besetzen. Und der genaue Ablauf links, den kenne ich leider nicht, den habe ich noch nie mitgemacht. Kann ich euch nicht erklären. Auf jeden Fall hat jetzt einer was in der Hand. Das ist eine Schutzglocke, die jetzt ermöglicht, erstens geschützt zu sein vor den Schüssen vom Kriegspriester und ermöglicht die... Jetzt stehe ich noch nicht richtig drin. Muss erstmal reinfinden da. So. Ermöglicht den Schaden auf den Kriegspriester selber dann zu machen. Wie sieht das ja? Ich habe jetzt hier nicht die richtige Munition. Muss nochmal eben schnell nachladen. Schießt dann mit dem Raketenwerfer auf ihn. Besser als nichts. Die Aura des Eingeweihten. Jetzt muss ich mal eben schnell hier umschalten, denn ich habe keine Munition mehr. Schnell aufgesammelt. Gut, und jetzt wird es hell und jetzt sollte man schnell in den Schatten gehen. Sonst stirbt man sofort, wenn er anfängt zu glühen. Das könnt ihr dann gut hinter diesen Steinformationen, hinter den Säulen machen. Könnt ihr euch da gut verstecken. Ja, das Ganze geht dann wieder von vorne los. Es kommen wieder Gegner links und rechts. Die wieder erledigen. Und dann die Plattform aktivieren. Einer holt das Relikt. Und diesmal wird das auf der rechten Seite gemacht. Hätte ich auch gleich stehen bleiben können. Die richtigen Waffen rausgeholt. Bisschen ducken, damit ich die anderen nicht behindere. Und dann auf ihn Schaden ausüben. Man sollte eigentlich eher nicht einen Raketenwerfer nehmen. Das bringt nicht so viel. Jetzt ist auch noch einer gestorben. Ja, diese Waffen nehmen. Dann solltet ihr ihn in 3 Sequenzen besiegt haben. Ja, hier schon die letzte Sequenz. Dann kommen nämlich die Besessenen. Die aber, wie gesagt, oh, mit 2 Leuten hier im normalen Raid gut zu besiegen sind. Zur Zeit ist ja auch schon der Hard Raid raus. Den, ja, weiß ich nicht, ob ich den niemals spielen werde. Erstmal gut sein. Zur Zeit habe ich noch andere Projekte laufen. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ich jetzt hier diese Sache abschließen kann. Aber es ist mir natürlich eine Ehre und auch eine Pflicht, das hier zu zeigen euch, nicht zuletzt der Spieler, die mit mir hier den Raid spielen. Ja, und das ist jetzt hier die hoffentlich letzte Sequenz. Aktiviert. Berne hat die Aura. Und jetzt feuern natürlich alle wieder auf ihn rauf. So, dass er schnell erledigt ist. Das wird sich auch ruckzuck erledigt haben. Wunderbar. Und die Hungerschneide habe ich bekommen. Das ist ein Questgegenstand, den ihr abgeben müsst, wenn ihr alles 3 habt. Die nächste Truhe, die birgt schon ein bisschen besseres Loot. Vergesst nicht immer, die 3 der Münzen einzusetzen. Bei solchen Endgegnern, da leuchtet das auch schon legendär. Habe ich zerfallenes Bruchstück bekommen und die Raserei von Elo Lim. Das ist der Raketenwerfer. Da war ich auch sehr glücklich drüber, mit 308 Schaden immerhin. Der sieht folgendermaßen aus. Ich habe ihn ja auch nochmal in groß für euch. So, hier schalte ich dann auf groß und so sieht er aus. Ihr kennt ihn sicherlich schon
wirklich nice, das Ding. Zurzeit könnt ihr den beim normalen Raid 310 hochjagen. Wahrscheinlich kann man das jetzt noch höher. Ja, dann geht's ab durch das Portal. Und hier wird's tricky. Soweit ich mich erinnern kann, geht's hier in das Labyrinth rein. Es wird düster. Ja, genau, in Golgoroths Keller. Dunkel, unübersichtlich. Überall lauern Löcher, in denen man verschwinden kann. Birne nimmt mich hier an die Hand und will mir einige Sachen hier zeigen. Wie zum Beispiel die kalzifizierten Engramme. Hier ist das Loch, genau. Aufpassen, dass man da nicht reinfällt. Zweimal links. Und dort oben in der Ecke ist auch das Engramm zu finden. Da haben wir es. Fragment. Ich sag immer Engramm. Keine Ahnung warum. Es ist das kalzifizierte Engramm. Ja gut, lassen wir es dabei. Jetzt seht ihr da eine Plattform. Die muss besetzt werden. Die anderen Spieler sind dabei, die anderen zu besetzen. Und dann geht eine Tür auf. Ja, hier sollte man dann wieder rechts gehen. Ich habe das hier auch nicht geschnitten. Das heißt, ihr könnt das ruhig hier schauen, um zu sehen, wo die Geheimnisse sind. Birne springt jetzt nach vorne und da links um die Ecke geht es hier weiter. Denn da ist noch eine Truhe zu finden. Hier ist noch ein Loch, vorsichtig. Und hier nochmal links. Und man sieht auch schon, die anderen haben die Truhe auch schon aufgemacht. Hier geradeaus. Und dort links rein. Und da ist die Truhe. Auch wieder ein bisschen Loot. Unter anderem das zerfallene Bruchstück, was ja auch wichtig ist. Ja, dann einfach umdrehen und dann immer geradeaus. Aufpassen auf die Löcher. Das würde dann wieder Zeit... Ja, genau. Da falle ich jetzt aber ausnahmsweise mal in eins hinein. Kostet alles Zeit. Entweder werdet ihr dann wiederbelebt oder ihr müsst einen Countdown abwarten. Und am Ende angekommen seht ihr dann das Tor zum Keller, wo ein wirklich netter Kollege auf uns wartet. Golgoroths Keller. Herzlich willkommen. Ja, der ist auch wieder ein bisschen tricky. Hier zwei Dreierteams links und rechts positionieren. Und wie das Ganze geht, werdet dann ihr im nächsten Teil erfahren, in dem zweiten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen und klickt gleich weiter. Bis gleich.